Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim LS15. Ja, es geht weiter. Wir wollen hier auf dieser fertig gewachsenen Wiese mal schön wieder ein bisschen Heu aufnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen, ich weiß nicht. Nicht, dass das hier nur eine halbfertige Spur ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich glaube, nee, da hinten dürfte, glaube ich, ein kleines Fitzelchen fehlen. Was aber auch völlig egal ist. Also wie gesagt, alles, was jetzt nicht mitgenommen wird, dann wird dann beim nächsten Schnitt mitgenommen. Ich glaube nicht, dass das so 100% alles, was hier liegen bleibt, dann verloren geht. So, und auch das Wägelchen ist dann gleich gefüllt. Oh, und ja, viel ist hier nicht mehr. So, also dann geht's hier wieder weiter, weiterfahren. Der ist ja nicht so toll hier raufgefahren, wenn ich das mal so sagen darf. So, den hier müssen wir natürlich auch noch wegschaffen, klar. So, und jetzt wird das Stroh wenig. Scheiße. Haben die sich getroffen irgendwo? Nee. Steckt im Verkehr fest. Ach, da ist wahrscheinlich irgendwie ein Auto. Keine Ahnung. Aha, ich hatte gehofft, dass er vielleicht bis hier vorne hingekommen wäre, aber nein. Dem ist nicht so. Da vorne. Und wo steckt er da jetzt bitte im Verkehr fest? Naja, wir werden es gleich herausfinden, was da los ist. Klar.
Klarer Fall von Arbeitsverweigerung. Ah ja. Keine Ahnung, was der will. Jetzt hat das aber wieder. Okay. So, dann können wir mit ihm hier weitermachen. Und bevor wir das machen... Na, wobei, jetzt ist das da verstopft da oben. Na, nee, das müssen wir mit dem Heuwagen dann machen. Da müssen wir dann mal ein bisschen Stroh holen. Und das dann auch nochmal nachfüllen, weil da wird es dann gleich dran herhaken. So, den Rest, den müssen wir dann später mal mitnehmen, die eine Spur da. Erstmal geht's hier hoch. So, Produktion ist auch wieder bei 100%, sehr schön. Kuhbestand 916, da werden wir auch noch auf 1000 Kühe kommen. Theoretisch könnten wir jetzt, glaube ich, mittlerweile auch alle Fahrzeuge, die wir haben, verkaufen und hoffen, dass wir dann auch die 10 Millionen kommen, aber das wäre so doof, wenn wir hier wirklich dann ja, verbrannte Erde hinterlassen auf dieser Karte. Ich kann euch gerne auch mal meinen Mods-Ordner und meinen Speicherstand mal zu hochladen, wenn ihr da Interesse habt. So, jetzt geht es hier wieder runter. Und das kommt, glaube ich, alles richtig gut auf. Geht richtig gut auf. Denn am Ende fehlt, glaube ich, noch so viel, dass wir da diesen halben Streifen oder diesen halben, die paar Meter dann da nochmal hochfahren können. Und damit kriegen wir vielleicht sogar unser Wägelchen dann voll. Ja, perfekt, ne? Bis auf einen Millimeter hat es gepasst. Ungefähr auf einen Meter, wir wollen ja nicht übertreiben. So, dann kann es wieder weitergehen. Als erstes nehmen wir ihn hier wieder. Weiterfahren. Den können wir entleeren. Den können wir entleeren. Stroh, 72.000. Also Stroh geht doch ganz schön schnell weg auch. Ja, und dann können wir eigentlich eben schon mal wieder die Wiese mähen lassen. So, den habe ich gesucht. Mann, 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 was ein Verkehr hier.
So, dann suchen wir schon mal hier das richtige Curseplay raus. Das gefällt ihm gar nicht auf der Straße scheinbar. Gott, oh Gott. Stell dich doch nicht so an. So, wir lassen erstmal die Autos hier vorbei. Und dann wünsche ich eine gute Fahrt. So, hier leider noch nicht fertig. Deswegen, zack, mal auf 30-fach wieder. Damit hier auch kein Stillstand ist. So, und dann können wir ihn hier eigentlich kurz mal nehmen. Denn es fehlt ein bisschen Stroh. Das ist aber kein Thema. Oh, lol, lol. Aufpassen. Das hatten wir ja schon mal. Hatten wir ja schon mal ein paar Probleme mit. So, das Ganze dauert ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal ein Päuschen. Die Folge diesmal ein kleines bisschen kürzer. Aber das wird jetzt hier nochmal ein, zwei Minuten dauern, bis der Wagen voll ist. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann.